Das war's hier aber wirklich komplett. Komplett. Was geht, Bros? Ich bin's wieder, euer Dennis Bro. Willkommen zu einem neuen Video von mir, Freunde. Es ist endlich an der Zeit, Freunde. Ich habe euch ja mein ganzes Feuerwerk gezeigt, was ich alles von PyroWeb bekommen habe. Übrigens, erster Link in der Beschreibung, kommt ihr zu PyroWeb. Checkt ihr auf jeden Fall ab, Leute. Ihr wisst Bescheid, wenn ihr gutes Feuerwerk braucht. Und heute ist es soweit, Leute. Wir werden heute die ersten Sachen davon zünden, Mann. Also gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dieses Video. Wir sind hier gerade ganz top secret irgendwo im Ausland, Leute. Wir können leider nicht sagen, wo wir sind, aber... Komm mal her, Bro. Übrigens, Petrox hinter der Kamera, aber nicht nur der normale Petrox, Leute, denn es ist der Weihnachts-Petrox. Wer hätte das erwartet jetzt, dass das kommt? Gib ihn, jawohl, Digga, jawohl, Mann. oh, shit, Leute, wisst Bescheid. Also, let's go, Leute, frag nicht, warum. Und auf jeden Fall, komm her, Bro. Ich zeig jetzt, was wir alles zünden werden in diesem Video. Erstmal, wir haben richtig krasse Sachen dabei. Und zwar, einmal fangen wir normal an mit so einer kleinen Biene, die heißt Smokebird. Bin ich auch gespannt, wie das ausschauen wird. Ein paar römische Lichter. Dann einmal so ein Echo, diese kleinen Mini-Sirenen, die kennt ihr ja. Dann einmal Pink Lady heißt das, keine Ahnung, was es ist. Shit. Dann haben wir Knallnachos. Die sehen auch ganz lustig aus. Irgendwelche Turtles, ganz crazy. Dann ganz viele Mini-Raketen, Leute. Das hier sind 50 Raketen einfach. Ich fass es nicht. Ja, Mann, Digga. Dann, jetzt kommt immer die Steigerung, Leute. Macht euch bereit. Dann haben wir einmal davon ein Flashing Thunder von Vekko. Auch richtig krass. Dann haben wir einmal den großen Bruder davon. Und zwar einmal Double Shock von Explode. Dann einmal noch solche Reibkopfknaller. Tornado-Wirbel. Welche kennt, ihr kennt vielleicht diese Polenböller, das sind die Imitationen davon. XP3 heißen die. Jetzt kommen wir zu Cobra. Guck mal, wie das aussieht, Digga. Das ist absolut next level, das Ding, wirklich. Oh mein Gott, Leute, vielleicht kennt ihr die. Absolut krank. Das ist die Superböller, oder? Die Silber Edition davon, ja, Mann, Digga. Die kommt zum Schluss, Leute. Scheiße. Dann, jetzt sieht auch crazy, haben wir auch noch dieses hier. Jackie Chance, keine Ahnung. Ein paar Funke, Petarde. Dann haben wir eine 200 Böller als Kette, als Knalleffekt. Und dann haben wir einmal davon noch den großen Bruder. Und zwar die Super Mega Matte mit 1000 Explosionen, Leute. Was? Digga, guck mal. What the heck? Was? Wow. Was? Ey, Leute, das Video wird zu geil. Holt euch was zu essen oder zu trinken. Es wird ein sehr, sehr nices Video, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir werden auch alles hier mit Sicherheit vorsichtig sein. Wir sind im Wald, deswegen... Immer vorsichtig sein, Leute, was Feuerwerk angeht. Immer aufpassen. Und ich würde sagen, womit wollen wir anfangen, Digga? Wir machen es so, wir machen erstmal diese kleinen Wirbler hier. Tornado-Wirbel. Das Gute ist, der Boden ist auch nass. Das heißt, sie kann sich nichts entzünden oder so. Ja, Digga, stell mal vor, Australien, Waldbrand halt. Okay, so. Bin ich schon ready, Digga? Nicht so nah, Digga. Meinst du? Ja, ich glaube. Nicht so nah? Oh mein Gott. Was? Der hebt ab? Ich heb ab! Oh mein Gott! What the heck? Boah, ich wusste nicht, dass der hochfliegt. Das war's hier aber wirklich komplett. Komplett! Scheiße. Ich habe mein Feuer verloren. Mein Feuer ist mir aus der Hand geflogen. Also wir haben gerade einfach 15 Minuten lang das scheiß Feuerzeug gesucht. Weil es mir aus der Hand geflogen ist, während ich runtergefallen bin. Und jetzt ist es einfach schon fast dunkel, Mann. Ey, wir hatten, das ist das Einzige, was wir dabei haben. Wir dachten jetzt schon, wir können abbrechen. Das war's, Mann. Alter. Shit. Oh mein Gott. Okay, ey, es geht weiter. Machen wir mal ein römisches Licht an. Okay. Oder machen wir zwei an. Komm. Zwei Stück direkt auf einmal. Warte. Hält man die einfach in der Hand? Ja, ja. Ja. Mach mal nach links hoch, mach mal links hoch, ja, in die Richtung, ja. Oh, ich hab irgendwas abbekommen. Cool. Wenn wir eine so eine Rakete machen, Digga, ja, ich will alles mal sehen. Wissen. Ich will mal wissen, die hochfliegen, ne?
wie das überhaupt ist, Digga. Ich hab doch nie so eine Mini-Rakete gezündet. Mal gucken. Das Ding ist, die haben so eine kleine Kraft, die werden nicht rauskommen, glaube ich. Okay. Doch, die werden. Oh, die doch. Sind rausgekommen. Tschüss. Oh. Aber die zweite hat nicht geknallt. Die zweite ist nicht gezündet. Aber die, okay, das sind doch keine Sirenen. Krass. Es sind kleine Mini-Raketen, ja, ne? Ist krass. Geil, Digga. Was ist das hier, Digga? Pink Ladies. Oh, lol. Das ist ein Auto, ein Feuerwehrauto. Zeig ich mal, Digga. Bin ich auch mal gespannt. Oh, wie laut. Oh mein Gott, wie laut. Okay, das hätte auch nicht, glaube ich, sein sollen, dass das Feuer fällt. Und er fährt nochmal rückwärts. Wie cool. Okay, Digga, jetzt komm noch. Oh, was ist denn Rauch? Pink Lady. Alter. Alter. Shisha Lounge. Das Ding geht auf jeden Fall ab. Gut, lange Brenndauer auch. Ja. Schon lange Brenndauer. Und glaube ich, ja, jetzt ist es. Krass. Ja, okay. Das war Pink Lady, meine Freunde. Jetzt, Leute, haben wir einen kleinen Reibkopf-Knaller. Normal muss man den anreiben, aber so geht's auch. Ich habe jetzt. Schau mal, wie der explodieren wird. Ja, okay. Ging klar. Ging klar für einen kleinen Kinder. In der Hälfte durchgebrochen. Ging auf jeden Fall klar. Komm. Warte, nehmen wir wieder mit den Müll. Ja, safe. Hot, okay. Hot. Hier rein. Okay, so. Als nächstes, Leute, kommen wir einmal zur Steigerung, würde ich sagen. Jetzt kommen wir zu den, eventuell kennt ihr diesen, normalerweise ist es ein Polenböller, also von Aussehen her soll er den nachmachen, aber der ist halt legal in Deutschland. Mal gucken, wie der explodieren wird. Ich geh mal nach dran. Pass auf, nicht zu nah. Aber dann sieht man das geiler, Digga. Ja, Digga, okay, stimmt. Santa Claus, Mann. Ich hab okay. Halt einen dicken Sack. Okay. So, das haben wir auch. Ach, mir ist ein bisschen kalt geworden jetzt wieder. Also, jetzt geht's weiter, Leute. Wollen wir schon den machen? Wir machen jetzt den Flashing Thunder. Jetzt wird's richtig wild, Leute. Shit. Wir tun den, also das ist ein Doppelknall. Der schießt sowas nach oben und hier haben wir auch so eine coole Grube, da können wir auch was reinpacken, ne? Ja, nachher vielleicht diese 1000 Dinger? Ja, Digga, safe, das kommt da rein. Okay, ich zünd den hier an, damit er ein bisschen mehr Halt hat hier unten. Vom Blätter ein bisschen. Okay, pass auf, das ist ein bisschen fest, ne? Guck nach oben, bist du da ran? Jetzt oben, nach oben. Boah, was? Alter. Tschüss. Ich glaube, ich habe den aber nicht mehr drauf gekriegt. Absolut krank. Der ist absolut. Guck mal, wir haben noch den großen Bruder davon. Ja, komm, einen geht. Meinst du jetzt schon? Okay, komm. Ich will noch gucken, was dieser Jackie okay. Chan ist. Einmal noch dieser kleine Jackie Chan hier. Der sieht auch ganz, ganz witzig aus. Guck mal. Ich glaube, dafür brauchst du wieder so ein bisschen freier. Ich in die Grube. Ja, okay. Guck mal, wie der auch schon wird. Wow, was? Alter. Was war das? Das war Jackie Chan, Digga. Schon jetzt. Wow. Ich bin schon komplett am Schwitzen, Alter. Alter, was? Auf einmal. Warte, war das nicht extra so gewesen? Das Ding ist, ich kann es nicht sehen, weil ich immer so nah dran gehe, dann gucke ich nicht rein. Ja, bleib mal weiter weg. Ja, guck, ich sehe es doch im Video. Chip, bleib da. Guck mal. Das ist extra. Mächtig, Digga. Mächtig, auf jeden Fall. Cool. Das sind wirklich die lautesten, Digga. Cobra 3R. Jetzt kommen wir zu den Reibknopf-Böllern von Funke. Und wir haben jetzt auch das Reibbrett gefunden. Also, man muss einfach nur gegenreiben. Guck mal. Bin auch gespannt, wie die jetzt explodieren. Voll laut. Das ging auf jeden Fall fit, Mann. Ging auf jeden Fall fit. So ein klein? Ist das krass? Okay, jetzt kommen wir zum heftigen, Leute. Und zwar den großen Bruder von dem Thunder. Und der ist der Double Shock. Also zwei Explosionen gibt es hier. Nach oben wieder? Ja, wieder nach oben. Jetzt go, geh weiter weg. Nach oben, ne? Auf jeden Fall. Und guck erst, und dann direkt. Jetzt nach oben. Oh, hast du gesehen? Das war sogar sowas. Der Böller. Ist der, komplett der hoch. Der Böller ist einfach mit nach oben geschossen worden. Ist das krass. Alter, was? Warte, noch einmal den. Hä? Das war richtig krass. Ich sehe, wie der Böller nach oben fliegt. Ich habe auch nur gesehen, wie einfach so ein langes Ding, Alter, in der Luft lag. Das war heftig. Ich glaube, ich habe es auch gut drauf. Okay, warte, nochmal. Guck mal. Achtet auf den Böller, Leute. Da.
Alter! Das ist perfekt drauf, die Digga. Die sind richtig krank. Okay, komm, wir ziehen durch. Es regnet jetzt auch einfach Staub. Jetzt kommen wir zum Cobra 3. Jetzt wird's heftig, Leute. Gebt dafür ein Like. Ist auch ein Reibkopfböller. Und der wird jetzt heftig. Das wird der lauteste sein. Alter, das klingt sehr gut. Pass auf, pass auf. Was? Was? Guck mal. Okay, jetzt kommen wir zum silbernen davon. Shit. Da die dicke Edition. Oder? Schaffen wir den noch? Ich würde sagen, Leute, den silbernen machen wir im nächsten Video. Wir machen jetzt die 200 Böller Knallkette. Leute, was ist das? Let's go. 200 Explosionen gleichzeitig. Heftiges Ding. Sehr, sehr krasses Ding. Wir machen das natürlich alles hier aus. Schön, Sicherheit geht vor. Lass uns auf dem Video alles auffangen. Ja, safe. Jetzt kommen wir zu den kleinen Knallnachos. Da bin ich auch gespannt, wie der hier, guck mal, wie der aussieht. Ein kleiner Knallnacho. Habe ich noch nie gehabt. Wird das vielleicht so wie so ein Knallfrosch sein? Ich weiß nicht. Oh, so ein Knaller. Ja, ging gut ab, Digga. Das hat einen guten Wumms hinter, auf jeden Fall. Wir könnten jetzt einmal die Sirenen machen. Let's go. Oh, jetzt habe ich die ganze Packung einfach auseinandergenommen, Digga. Ach du Scheiße. Geh weiter weg, geh ruhig weiter weg. Das wird sehr laut. Ne? Star Wars! Das sieht aus wie Star Wars! Die Treffen ab, Digga. Die auch, Alter. 100 Stück. Krass. Auf jeden Fall mächtig. Schon mächtig, Alter. Aber ist cool für zwischendurch, Leute. Jeder kennt die eigentlich. Jetzt kommen wir zum Grande Finale. Zu der Supermatte. 1000 Explosionen. Das wird sehr krass. Das Ding ist, zündet man das hier drin an? Ich glaube auch. Guck mal hier. Wo ist die Zündschnur? Siehst du das? Nee. Nein. Nee, man holt's raus. Was? Digga, was? Was? Mach das mal um dein Ding als Thumbnail. Und halt noch hoch so. Ja, wie eine Schlange. Gebt auf jeden Fall ein Like, Leute, abonniert meinen Kanal, es kommen noch heftige Feuerwerksvideos. So, Digga, guck mal, eine kleine Zimtschnecke. Zimtschnecke. Okay, let's go, gib ihm. Oh mein Gott. Komm, schön jetzt zum Beißen. Weil das wird jetzt alles gefährlich. Scheiße, Mann. Das Ding war next level, Leute. Ey, ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so krank rüberkam, aber hier, Leute, wie Krieg. Ey, ohne Spaß. Alter. Das war echt.
Krank, Mann. Also Leute, ich würde sagen, wir zünden die restlichen Sachen und noch andere krasse Sachen in den nächsten Videos. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Ein Like auf jeden Fall für den Fail am Anfang. Abonniert auf jeden Fall auf Petrox, abonniert meinen Kanal und ich würde sagen, Leute, macht's gut. Ciao, ciao.